Moinsen, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Walross Edition in Dumm. Ich sehe bereits heute ziemlich kurz, glücklicherweise. Was? Oh, ich nehm's zurück. Ich hab eine alte Version der Walross-Edition genommen. In dieser Version ist der Kampf gegen Günther nicht im selben Kapitel wie der gegen die Wächter der dunklen Welt. Das war ein Problem. Scheiße. Dann nehme ich's zurück, dann wird's eine relativ lange Folge. Ich hatte schon Hoffnung. Naja, legen wir los, dann ist es früher fertig. Kapitel 15, Kampf um die dunkle Welt und gegen das Licht. Aber das steht hier nicht im Titelball. Da kreise er besser aus. Ich war glücklich damit, denn natürlich würde ich in einem solchen Kampf mit mir selbst unzufrieden sein. Der letzte Strohhalm dunkler Kraft war in meiner Hand. Niemals offen. Trotz seiner Verletzung kam Darkrai wieder auf die Gelegenheit. Arbeit bitte! Du kannst diesen Konflikt nicht ausnutzen. Verstehst du nicht, dass ich dir diesen Teil nicht überlassen kann? Ihn zu beschützen ist der Grund für meine Existenz. Ich habe seine Worte gehört. Sie sah so traurig aus. Digga, jeder kriegt Geschlechtsumwandlung in der Scheißgeschichte hier. Sie sah so traurig aus und zum ersten Mal hatte ich ein Gefühl von Mitgefühl. Aber ich wusste, dass ich, egal was alles in Darkrai kostet, ein Splitter brauchte, um die ganze Welt zu retten. Trotz alledem ist es möglich, von jedem Pokémon genug zu bekommen. Du weißt, ich brauche ein Stück Darkrai. Es tut mir leid, aber ich kann es kaum erwarten. Darkrais Liebesbeziehung fand mit einem jüngeren Freund statt. Sehr schön. Damit sind Thumbnail und Titel vermutlich schon relativ fest. Sekunde. So, der pädophile Darkrai mit dem Jo-Olli-Gesicht. Das wird schön. Dann tut es mir leid, aber du weißt, ich muss alles tun, um dich zu schlagen. Ab sofort haben Pokémon und Pokémon in der Mitte des Raumes zwei Türen geöffnet. Ja, Doppel-Pokémon erinnert mich daran, dass morgen vermutlich Let's Go 2 angekündigt wird. Also für euch wird's dann gestern gewesen sein, aber ey, da habt ihr meine Live-Reaction hoffentlich gesehen. Ich bin mir sehr sicher, dass es Let's Go Johto ist. Bitte, Floink, versuch uns zu verstehen. Diese Welt hat nicht viele Pokémon, aber es ist nie dasselbe. Thea, Hins leben hier weiterhin ein friedliches Leben. Die Welt. Pokémon hier werden alle von ihren Vertretern geführt. Es ist wie Demokratie ist friedlich. Diese Vertreter des Volkes sind unsere Wachen. Sie müssen das tun, was für die Existenz dieser Welt perfekt ist. Zwei andere Wachen zu haben, gab mir keine klare Vorstellung. Aber ich versuchte sie zu zwingen. Weimar würde die Existenz dieser Welt verletzen, wenn ich dir das Feld der dunklen Macht nehmen würde, trotz der Tatsache, dass es alles irrelevant ist. Finkfloink. Oder, boah, diese Aussprache. Sinkfloink. Ihr wisst, was ich meine, Englisch denken. Boah, sorry an jeden, der Englisch gut sprechen kann. Meine Aussprache ist relativ kacke, sonst ist mein Englisch gut. Die dunkle Welt ist eine Parallelwelt zu deiner Welt. Ein Ort mit großer Entfernung, wenn es weitergeht. Wenn ich dich aufgebe, werde ich gegen die dunklen Kräfte kämpfen. Nein, auch wenn es nicht möglich ist zu gewinnen, es wird dir nicht möglich sein. Das hast du schon gesagt. Der Tod der dunklen Kräfte wird Ort/Zeit ändern. Kontinuität und Unglück können dazu führen, dass die Welt ohne Schwierigkeiten verschwindet. Deswegen müssen alle Schienen
im Licht des Krieges leben? Bewerten Sie all die Verfügbarkeit von Alavites? Wenn ja, endet das Spiel, wie ich Ihnen bereits sagte. Also bitte, Floink, wir sind keine Freunde, aber ich frage Sie im Namen der Freundschaft. Ich biete an, ich fordere Sie auf. Ja, was jetzt? Diesen Wald in zwei Teilen zu verlassen. Nehmen Sie das Angebot an? Nein? Wenn, dann würde Floink den, glaube ich, lieber am Stück verlassen. Die ganze Situation wurde plötzlich beschrieben. Ich habe alle drei verstanden. Ich wusste, wenn ich die dunklen Mächte besiegen würde, würde es eine Chance geben, dass die dunkle Welt vergeht. Ah, stimmt. Also, das ist eigentlich schon klar geworden für euch, als Zuschauer, Zuhörer. Aber es ist relativ eindeutig, dass was Darkrai hier behauptete, dass die dunkle Welt verschwinden könnte. Entweder hat Darkrai gelogen oder es ist einfach nicht eingetreten. Denn immerhin gab es in der Walrus Edition 3 ja eine Reise durch die dunkle Welt. Das wisst ihr. Aber dieses Opfer muss gebracht werden, sonst geht die ganze Welt unter. Vergib Darkrai, gleichzeitig bleibe ich. Ich muss diese Trennung machen. Darkrai sah mich an, als hätte sie keine Hoffnung auf eine Antwort. Du hörst nicht auf meinen Vorschlag, du Narr. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, dass du mit mir reden kannst, aber du bist wie alle. Giratina, ihr Weltall, es ist Zeit für uns, dir zu zeigen, was wir sind. Sie sind die Wächter der Welt. Erstens, seit wann siehst du allgemein irgendjemanden, Darkrai? Du siehst niemanden. Eine deiner Eigenschaften. Und ich glaube, eher du bist so der Wächter der Welt hauptsächlich. Nachdem ich den Krieg fast hoffnungslos gewonnen hatte, stand ich vor etwas Schwierigerem. Ich konnte sie alle von Hand besiegen, aber ich wusste nicht, wie ich es schaffen würde, alle drei Dorfwächter in einem Kampf zu besiegen. Ich entschied, dass es nur eine Option gab. Die dunkle Kraft der Sonne schien weiterhin am Horizont, den Darkrai gesetzt hatte. Das Einzige, was ihn dort hielt, war das Darkrai-Hindernis. Wenn ich ihn zerstören könnte, wäre das Hindernis verloren und ich müsste im geringsten kämpfen. Meine Karte war also klar. Pokémon-Sammelkarten, yeah. Aber Giratina und Yveltal schienen diesbezüglich gedacht zu haben. Davon abgesehen wurde Darkrai eindeutig als ihr Anführer angesehen. Ich hätte fast die ersten zwei Buchstaben vergessen. Das muss ich notieren. Noch mehr guter Content für Thumbnail und Titel. Ich meine, Darkrai ist ein pädophiler Nazi. Hier. Wenn die Folge keine 8000 Views kriegt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah, die Charaktere sind wirklich sehr unique in dieser Geschichte. Sie taten alles, um ihn zu beschützen. Trotz allem schien der Krieg etwas weniger zu sein, als ich erwartet hatte. Darkrai war seit dem ersten Kampf sehr schwach, weil er einige seiner Technologien nicht verwendet hat, andere einfach zu niedrig. Die Gefangennahme nahm am Schlachtfeld außerhalb der Welt von Torgilok teil und verlor einen großen Teil seiner Macht und die Weltall durch seine dauerhafte Technologie. Bisher konnte ich mir keinen Schaden zufügen. Aber nach kurzer Zeit trat ein Problem auf, das sie erneut aller Vorteile beraubte. Darkrai hat einen Heilwogeangriff. Also bleibt er im Hinterhof, schickt einige nach vorne und ohne Unterbrechung, wenn er irgendwelche Zweifel an dem anderen hatte, fing er an, sie zu behandeln. Da Darkrai bereits echte Tore hätte erzielen sollen, nein, Fußballer ist er jetzt nicht auch noch erzielen können, sind in diesem Bereich auch drei Feinde gleichzeitig entkommen. Ich musste angreifen, aber dank Darkrai waren all diese Angriffe unangenehm.
Venter und der Kampf ging weiter. Ich hoffe, mit Venter ist nicht Werther gemeint. Was ein Bullshit. Ich bin froh, dass wir das jetzt durch haben im Unterricht. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch nie zuvor getan hatte, aber meine Kraft war weg. Ich habe nur noch einmal die Chance auf Erfolg gesehen. Ich musste meine Kraft aus den dunklen Mächten der Dunkelheit herausholen. Ich brauchte bedeutende Kraft. Tatsächlich kämpfte ich darum, die Macht der Spaltung aufzugeben. Ich fühlte, wie eine riesige dunkle Kraft meinen Körper traf. Das Gefühl war offensichtlich. Es erinnerte mich an das Gefühl in der Welt von Torgilok. Warum wird die Zerrwelt als Welt von Torgilok bezeichnet? Die Welt wurde vor meinen Augen schwarz und weiß und verlor die Farbe von allem anderen. Es ist erwähnenswert, dass sich auch sein Stil ein wenig verändert hat, da mindestens zwei Wachen mich aufmerksam angesehen haben. Aber natürlich nicht nur Darkrai. Ich habe versucht, einen Hin- und Her-Angriff zu starten. Ich betrat die Inseln Giratina und Dark Iveltal, die eine Mauer vor Darkrai bauten. Jetzt sind die beiden Inseln. Digga, es ist so dumm. Hier habe ich so viel Stoff für Thumbnail und Titel und in anderen Folgen so null. Ich meine, letzte Folge war wirklich schwierig. Ich entfernte die verbleibende Kraft von meinem Körper. Zwei Wachen wurden von mir geschlagen und gleichzeitig griff ich sie mit aller Kraft an. Die Wellen, die im ganzen Raum gestiegen waren, begannen zu verschwinden. Das Hindernis, das meinen Angriff auf Darkrai im Moment störte, ist sehr klar. Die Wachen standen alle drei um mich herum. Sie umringten mich. Ich war sicherlich verloren, aber sie haben nicht angegriffen. Schau dir an, wer würde das denken? Er sah Iveltal und Giratina an. Ich denke, die Situation ist klar. Habe ich recht? Das ist jetzt für Giratina und Iveltal natürlich so eine Sage. Wenn sie Nein sagen, dann sagen sie auch Ja. Darkrai lässt keinen Widerspruch zu. Ich fand sie ähnlich. Es schien, als wollten sie weiterreden, aber hatten keine Angst, sich gegen ihren Anführer zu stellen. Eben doch, das macht das ganze Spiel interessanter. Floink, Sie sind sicher, dass Sie sofort Ihre wahre Stärke und Identität festgestellt haben. Identifizierung? Ich war eines Nachts psychisch krank, antwortete aber erst mit einer anderen Antwort. Ich wollte mich nicht ärgern, damit ich sehen konnte, dass es ohne Frage einen Krieg zwischen Ihnen und der schwarzen Macht gab. Darüber hinaus werden wir nicht zulassen, dass unsere Welt mit Hilfe Ihres Sieges wirklich gerettet wird. Von also werde ich dir die letzte Kraft deiner besonderen dunklen Kraft geben. Genieße es. Nein, natürlich, wenn du mit den dunklen Kräften kämpfst, werde ich mein großartiges Spiel fortsetzen. Giratina, Iveltal, es ist Zeit dafür, du kannst hier nicht raus. Ja, das ist ein Satz, der tatsächlich relativ passt, wie man merkt. Wenn du mit den dunklen Kräften kämpfst, werde ich mein großartiges Spiel fortsetzen. Darkrais Spiel ist noch nicht zu Ende. Auch nicht nach der Walross Edition 3. Ich 3 ging etwas unruhig. Die Blume der dunklen Kraft fiel von seinem Finger. Das war Zeit. Ich schüttelte ein Stück. Es ist passiert. Etwas. Vorerst war ich schockiert, ähnlich wie Darkrais Aussage über wahre Identität. Heißt das, ich habe ihm bewiesen, dass ich wirklich gewählt wurde? Aber das war auch egal. Es war Zeit zu gehen. Ich werde meine Freunde von nun an in dieser Welt lassen. Ich werde Necrozma und die Macht der Dunkelheit brechen. Dadurch werden auch andere überwacht. Alles wurde für ein einzigartiges Finale gemacht. So kam ich zurück zum Portal. Rein theoretisch könnte ich die Folge hier jetzt beenden, aber nee. Wir machen jetzt noch das nächste Kapitel, das sollte auch so sein. So, das Finale steht wirklich kurz bevor. Kapitel 16. Leichte Kämpfe. Definitiv. Vor allem war es nicht eigentlich... Ah ja, Kampf gegen das Licht. Light ist als Nomen Licht, aber als Adjektiv leicht im Englischen. Ah...
Ich war zum Beispiel 1 Kilometer von der Höhle entfernt, in der sich das Portal befand, als ich ein Geräusch in der Nähe hörte, dann eine leise Stimme. Soweit wir jetzt sehen können, passt es. Es hat in den letzten Tagen nicht funktioniert. Auch die Trennung war eine zurückhaltende Idee der Lateinamerikaner. Dieser Sound, dieser Inhalt. Donald Günther war hier. Vielleicht war es ein besserer Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass ich mit meiner Denktheorie recht hatte. Nur ein paar Minuten später erkannte ich, dass die Nutzung von Gärten atemberaubend ist. Floink, warum rennst du weg? Was ist passiert? Ich habe überlegt, wie ich das vorlesen soll. Da waren Ausrufezeichen am Anfang des Satzes. Er war so froh, mich zu sehen. Zur gleichen Zeit in meinem Kopf hörte ich wieder seine Stimme. Sie dürfen diese Tests nicht bestehen. Im Notfall ist dies ein Unfall. Und ich habe das Gefühl, dass er es auch tut. Benimm dich so. Ich weiß, dass du mein Feind bist. Ich weiß alles. Günther war schockiert von meiner Aussage. Ich war mir sicher, dass sie wussten, dass ich ihre Aufmerksamkeit auf mich gezogen hatte, aber offensichtlich war es nicht so. Ein Lichtblitz stieg um uns herum auf. Günther fing an zu glänzen. Ich bin da, damit Element Pure sich in der Luft fühlt. Also bin ich dein Feind? Ich hatte gehofft, dass Latias mit ihrer Theorie falsch lag. Aber ich fühle die Macht der Dunkelheit in dir. Danach könnte ich einfach bei dir bleiben. Wirf es raus! Es tut mir leid, Floink. Trotz allem, was du auf die falsche Seite gestellt hast. Du bist nicht länger einer von uns. Ich wünschte auch, du wärst keiner von ihnen. Mein Wort. Trotz meiner Verletzung aus früheren Schlachten hat der Kampf gegen Günther, den Meister des Element Pure, begonnen. Ich war damals skeptisch. Keiner von ihnen. Du warst ein Verräter. Was? Ihr habt mich verraten? Nein! So, aber da will ich gleich sagen, in der letzten Folge, da will ich mal kurz jetzt drauf eingehen, habe ich einen sehr interessanten Kommentar mit einer Theorie über Darkrai bekommen, den ich schon sehr interessant fand und einen interessanten Denkansatz. Ich werde natürlich nicht so wirklich drauf eingehen, wie viel von dieser Theorie stimmt. Das ist relativ klar, denke ich, aber ich fand die Theorie wirklich sehr interessant und deswegen habe ich mir gedacht, hier, ich werde vielleicht hin und wieder mal so eine kleine Frage zwischendurch stellen. Ich bin schon relativ sicher, dass ich in der Varus Edition 4 sowas allgemein auch machen werde, aber da kommen wir sowieso dann wann anders drauf. Jetzt erstmal eine etwas andere Frage. Letztes Mal war es ja auf die Varus Edition 2 bezogen, aber jetzt ist eine Frage zur Varus Edition 3. Wer die nicht gesehen hat, natürlich Spoiler zum Finale. Wo wir hier schon bei Floink, dem Meister der Dunkelheit, sind. Wieso genau ist Floink eigentlich in der Varus Edition 3 eurer Meinung nach am Ende der Antagonist gewesen? Er ist dem Wahnsinn verfallen, das ist klar, aber warum das? Könnt ihr es euch irgendwie denken? Er hat eine Erklärung abgegeben. Aber naja, habt ihr vielleicht eigene Theorien? Wäre interessant zu hören. Also wer da ein bisschen spekulieren will, ich höre mir das gerne an. Weiter geht's. Ich habe Günther vor einiger Zeit getroffen. Ich wusste, wie er tickt, wie er denkt. Aber was ich vorher nicht gesehen hatte, ich wusste nicht, wie er kämpfte. Ich hatte keines seiner Experimente gesehen. Bulbasaur und ich waren während des Krieges gegen die dunklen Kräfte nicht dort und Günther hatte in dieser Erfahrung noch nicht gekämpft. Andererseits bedeutete dies eindeutig nicht, dass er unhöflich war. Außerdem hatte ich die Macht einer dunklen Macht, aber bisher hätte die reine Abteilung jeden Kampf gegen die Dunkelheit entscheiden können. Als die Kämpfe weitergingen, fragte ich mich, wie es wohl aussehen würde, wenn Günther mit den Art-Saran-Verteidigern gekämpft hätte. Im Gegensatz zu mir kann man nicht sagen, dass er Kriegserfahrung gemacht hat. Eigentlich genau andersrum. Es sieht aus, als würde er jede Minute auf Schritt und Tritt planen und jede kleine Hintergrundgeschichte von meiner Seite verwenden. Das tue ich gerne in meinen Fanfictions auch, wirklich Hintergrundgeschichten machen. Das wird auch in der Varus Edition 4 ein sehr großes Thema, vor allem ein Charakter.
wird damit tatsächlich ziemlich ins Spotlight teilweise rücken, womit man gar nicht so rechnet. Allgemein, es gibt zwei Charaktere, die relativ wichtig werden, von denen man es vielleicht gar nicht so erwarten würde. Und auch in der 5 und 6 werden immer noch Hintergrundgeschichten wichtig sein. Meistens eher auf ein, zwei Charaktere fokussiert. Aber ich habe alles verloren. Ich wollte definitiv, dass dieser Krieg erfolgreich ist. Ich war so überwältigt, dass ich wegen eines Verrats nicht sofort eintreten konnte. Meine Grundidee war, dass jeder von ihnen ein einfacher Gegner sein würde, egal wie falsch es schien. Also übrigens, das ist mir gerade eingefallen, die Frage war ein bisschen komisch gestellt mit, warum ist Floink zum Antagonist geworden, eben wegen dem Wahnsinn. An sich, er hat ja gesagt, er hat alles gesehen, was in der Welt geschehen ist und dadurch ist er eben so geworden, wie er ist, aber ihr kennt Floink. Floink ist doch hier wirklich ein sehr gutmütiges Pokémon. Wieso ist er da auf einmal so, warum ist er da auf einmal so negativ eingestellt, so feindlich komplett als Basis? Das ist so eher die Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich habe alles verloren. Ich wollte definitiv, dass dieser Krieg erfolgreich ist. Ich war so überwältigt, dass ich wegen eines Verrats nicht sofort eintreten konnte. Meine Grundidee war... Oh, ich sehe gerade, ich muss das wirklich ein bisschen anders machen, weil ich sogar das Kapitel danach länger hatte in der Version. Das ist alles ein bisschen komisch. Also, meine Grundidee war, dass jeder von ihnen ein einfacher Gegner sein würde, egal wie falsch es schien. Es hätte ein langer, harter Kampf sein können, aber gleichzeitig stand in diesem Fall eines im Weg. Ich wurde auch wirklich getroffen. Ich konnte die Kraft der Räder nicht mehr wirklich nutzen, vorausgesetzt, sie waren schwach. In einem solchen Kampf hatte ich keine Chance, lang zu bestehen. Der einzige Teil, den ich nicht genoss, war das Jäten und Kultivieren. Gartenarbeit. Aber in einer solchen Welt, in der wir leben, geschehen oft positive und negative Wunder. Auf jeden Fall war das so schwierig. Man hat mich von meiner Reaktion befreit. Dieses Mal war es nicht so. Ich ging. Meine Geburt war schwierig. Ich hatte meinen ganzen Strom in diesen Kampf gesteckt und nun war es nicht genug. Ich versuchte mich davon zu überzeugen, dass es an der unterschiedlichen Art der Stabilität lag. Aber war das wirklich der Fall oder habe ich einfach versagt und wollte sie nicht sehen? Günther gab mir nicht gleichzeitig eine schnelle Antwort. Ich konnte meine Augen kaum offen halten, aber ich hörte ihn auf mich zukommen. Ich gebe dir noch einen letzten Floink. Aha. Warum hast du ihn in Verlegenheit gebracht? Ich denke, wir waren Freunde. Machst du diese dumme Sache oder bist du nicht? Ich weiß selber, dass du mich ertränkt hast. Was? Was? Günther hat Floink ertränkt? Wir sind nichts für dich. Ein anderer wird es beenden, Günther. Ich habe alles gehört. Er hatte das Gefühl, dass mir die Energie ausgeht. Dies war definitiv mein Ende. Aber ich wollte Günther etwas sagen, bevor sich die Welt verdunkelte. Er sollte diese Prüfung nicht vollständig durchlaufen. Im Notfall wird er nur ein Versager sein. Er wird verstehen. Ist dir nicht offensichtlich mit Namen? Nach diesen Worten wurde die Welt um mich herum schwarz. Nur ein Sterblicher konnte mich retten, aber niemand kam, um mich im Krieg zu unterstützen. In einer engen Situation wird jedoch ein helles Licht erwartet, nicht wo es ist. Egal in welcher Situation, ich fand diese Hoffnung auf Licht in Form eines Lagers. Eigentlich geht das Kapitel noch einen Moment, sehe ich. Und ich hatte mich, glaube ich, vertan, das war auch im Original so. Ich guck aber mal, wie lang das nächste Kapitel ist. Ich denke, oh, warte. Wie weit ist das? Komm. Eine Seite ist es ungefähr noch, das nächste Kapitel ist lang genug. Los. Dieses Lager, das mein Licht war das erste Mal, dass ich es sah, aber als ich wieder aufwachte.
Mein Kopf tat weh, alles tat weh, aber ich lebte. Nach ein paar Augenblicken sah ich endlich, was um mich herum geschah. Ich war in einer Höhle. Es war die Höhle, in der das Portal zu unserer Welt stattfand. Meine Wunden waren bedeckt. Paar Pokémon saß auf dem Campus. Günther, Hydropi, Latias und Latios. Ich war schockiert, als ich es sah. Ich hatte keine Ahnung, was ihr Plan in diesen Tagen war. Warum haben sie mich leben lassen? Wirst du mir eine Chance geben, mich auch der dunklen Macht anzuschließen? Latias erweckte mein Bewusstsein, aber von dem strengen und hilflosen Stil schien es, dass er... Also, im ersten Teil war das Werfen das Problem. Hier sind es die Geschlechtsumwandlungen. Dass er sich schämte und sich selbst besiegte. Floink, du bist endlich wieder wach. Wir waren schon mal schrecklich. Warum sollte ich dir vertrauen? Ich weiß genau, was hier los ist. Außerdem bist du für meine Situation verantwortlich. Beschwert sich Günther automatisch. Wir haben Floink-Wissen. Zu meiner Überraschung sagten sie alle die Wahrheit. Ja, es ist so, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen kann, dass du glaubst. Unterbrach Günther und schloss es ab. Also Floink, glaubst du, wir sind heutzutage mit dir verbunden? Wenn nicht, dann ist es dein Recht und wir werden dir keinen Schaden mehr zufügen. Verstehe, dass ich nie gekommen bin. Aha. Verstehst du? Kann nichts verstehen. Ich habe alles gehört. Also hätte ich es nicht so erleben sollen und es wäre ein Unfall gewesen. Es absolut war. Es war wirklich so. Ich bin richtig für dich. In dieser Welt war Treasure Town auf dem Weg und Latios fragte dich, ob es dir gut gehe. Du hast ja gesagt, aber nix ist leicht von dir zu hören. Und es macht einfach Sinn. Die alten Zeiten waren für unsere Alternativen sehr schlecht. Aber für dich müssen sie die einzige Hölle gewesen sein. Wir haben die ganze Zeit geschlafen, als sie zugestimmt haben. Pokémon in einer solchen Welt halten sich sicherlich nicht an die Regeln. Also werden wir das auch nicht tun. In ihrem Fall können sie von solchen Experimenten nicht in Versuchung geführt werden. Wir wollen es an ihrer Stelle zusammenstellen. Ich sagte auch, dass sie diese Erfahrung nie verpassen sollten. Nein, das hast du nie gesagt. Als wir endlich dabei waren, die Implementierung zu planen, gab es viele Diskussionen zwischen uns. Auf jeden Fall waren wir alle. Wir werden niemals freiwillig aufgeben. Der Unfall hatte zur Folge, dass man sich unter einem Felsen hervorschleichen konnte. Dieselben Sätze, die richtig gesagt wurden, wurden alle von ihnen gehört. Als sie das letzte Mal geflohen sind, waren wir alle in Panik. Wir haben eine Vielzahl von Theorien aufgestellt und schließlich fing ich an, mit jemand anderem in meiner Theorie zu sprechen, je näher sie an uns kommen würden. Und wenn das Argument des ersten marginalen Maya-Kriegs danach, schließlich hat mich die lateinische Theorie fast überzeugt. Kurz bevor sie losließen, verstand ich genau, was passiert war. Ich habe ihm immer genau zugehört. Alles, was er sagte, war bedeutungsvoll und würde sich mit meinen Freunden wohlfühlen. Ich wusste, dass er die Wahrheit sagte. Das ist das Einzige, was herausgekommen ist. Wir wollten dich nur unterstützen und daran hast du nur dein Leben ruiniert. Ich will nicht wissen, wie beängstigend es für dich war. Kannst du mir vergeben mit Floink? Ging ja doch recht schnell, denn das war's. Mit dieser Folge der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 2 aber dumm. Wir wissen jetzt viele neue Dinge über Darkrai. Inwiefern die tatsächlich die Virus Edition Lore vertreten werden, ist zu hinterfragen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine... Ich glaube, das ist kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass ich jetzt in der Walross-Edition Lore nicht eingebaut hatte, dass Darkrai ein pädophiler Nazi ist. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like auf dem Video da, ein Abo auf dem Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn eine der für die gesamte Saga der Walross-Edition eine der dafür storywichtigsten Folgen komplett durch den Kakao gezogen wird.